The Soccer Lounge. Präsentiert von Raiffeisen. We love football. Montagabend, das ist der erste Abend nach dem Fußballwochenende. Das ist auch der erste Tag von einer Woche, wo wieder gipfelt mit einem Fußballspiel natürlich in der Super League. Und diese Woche, da gibt es eigentlich ein Thema, das alles beherrscht. Es steht der Abstiegskampf, Klassiker schlechthin, bevor GC spielt gegen Xamax. Das Spiel steht bei uns heute natürlich im Fokus, hier in der Soccer Lounge. Und wir werden das diskutieren mit unseren schönen Gästen. Wir haben hier den Fabian Rottmeier, Journalist und langjähriger Xamax-Fan, der Sportalexperte Thomas Renkli und natürlich unser Stargast, der Mittelfeldmotor vom Xamax Neuchâtel, Charles Pickel. Charles, willkommen. Ja, merci. Nimm Platz. Du hast noch ein Liebli von dir mitgebracht, genau. Xamax-Liebli. Ich habe eben auch mal ein Xamax-Liebli gehabt, noch ganz altes mit dem Fotolabo-Club. Vielleicht kennst du das von den Fotos. Sagt mir nicht mehr. Ich habe das dann damals mal gespendet am Sportmuseum, wo Xamax kurzfristig mal hops gegangen ist. Mhm. Leider habe ich das nicht mehr. Das ist das aktuelle Xamax-Liebli vom Charles Pickel unterschrieben. Ihr daheim, ihr könnt das gewinnen, indem ihr nach der Sendung auf der Facebook-Seite von der Soccer Lounge kommentiert und uns erzählt, warum dass ihr am Charles' Liebling haben wollt. Ja, Charles, wir haben jetzt einen Track gehört beim Innenlaufen. Ich habe die Sprache nicht ganz verstanden. Was war es denn? Es ist Schweizerdeutsch. Es ist junge Talentierte, die ich selber auch kenne. Künstler, Trap-Künstler, kommt von Solothurn. Pronto ist sein Name. Und wir haben noch schnell noch einen Videoclip reingeschaut. Dort sind ganz viele Leute. Bist du dabei? Ich bin leider nicht dabei, aber es sind auch viele Kollegen von mir. Aber es ist wirklich schwierig. Vielleicht ist, ich weiß nicht, wo das herkommt. Wir haben es probiert zu verstehen, Schweizerdeutsch. Aber ich muss jetzt sagen, ich habe es nicht verstanden. Ich habe kein Wort verstanden. Ja, es kommt von Solothurn. Also, ich weiß nicht, ob es Dialekt war. Es hat auch viel englische Wörter. Es ist durch Solothurn ein Dialekt dabei, genau. Und wie die Jungen so reden. Ein bisschen slangmässig. Ja, das ist gut. Ihr habt ein sehr, sehr erfolgreiches Wochenende hast du hinter dir gehabt. Xamax hat gewonnen mit dir. Das ist erst der dritte Sieg. Man ist sich ja gar nicht mehr so gewöhnt zum Feiern. Wie haben wir denn gefeiert? Einer von diesen wenigen Siegen. Gross haben wir jetzt nicht gefeiert. Wir waren stolz auf die Leistung natürlich. Sehr gutes Spiel, vor allem in der ersten Hälfte, wo wir 2-0 in Führung gehen. Und dann haben wir es bis zum Schluss gut heimgefahren. Leider noch ein Goal bekommen, aber es war nicht so schlimm. Wir haben diesen Sieg mit heimgenommen. Und, ja. Es ist nicht so, dass man denkt, hey, wir haben ja gar nicht mehr gewusst, wie das ist zum Gewinnen. Also so fühlt sich das da. Es ist nicht so, gerade wie man ein Meister geworden wäre. Nein, so war es nicht. Also, wir können es gewinnen noch. Es gibt halt auch die Wochen, wo wir halt als Fußball trainieren. Und dort gibt es ab und zu auch Sieg und Trainingsspiel. Genau. Und so. Genau. Ja, du bist in einer Mannschaft aus der Romandie, dort redet man natürlich viel Französisch. Du verstehst das? Sprache kein Problem für dich? Für mich ist Sprache kein Problem. Also meine Mutter hat früher mit mir Französisch geredet. Also sie kommt aus dem Kongo und hat mit mir eigentlich von Geburt an immer Französisch geredet. Du kommst aus dem Solothurn, das hast du schon erwähnt. Langendorf steht da, aber eigentlich sagt man Langendorf. 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 Genau. Das ist bei Solothurn, wenn man dort aufwächst, hat man ja wie so Distanzen zu vielen grossen Fußballclubs sind etwa gleich. Was wird man dem Fan, wenn man aus Langendorf Solothurn kommt? Also der erste Match, den ich schaue, hat mein Vater gesagt, war IB. Du weißt aber nicht mehr, du hast keine Erinnerungen mehr. Ich habe keine grossen Erinnerungen mehr zu diesem Spiel oder zu diesem Tag. Aber es hat geheißen, dass es IB war. Vielleicht ist es auch noch gut, dass man aus dieser Zeit nicht mehr so viel Erinnerungen an IB-Match hat. Das war damals noch nicht so wie heute. So gute Spiele. Auch schon, aber ja. Und bist du ein IB-Fan geworden? Nein, ich bin kein IB-Fan geworden. Du wolltest aber auch nicht sagen, was du Fan geworden bist. Kann ich schon sagen. Also, ich habe meine Nachwuchsabteilung bei Basel erleben,
spielen. Und seitdem bin ich Basel-Fan geworden. Mhm. Und bis jetzt immer gsi. Aber natürlich bin ich auch grosser Fan von jetzt dieser Mannschaft, wo ich spiele. Und ich kann alles geben. Und ja. Und von den Lakers wahrscheinlich auch noch? Von den LA Lakers, ja, Basketball spielt ein kleines Thema in meinem Leben. Also ich schaue ab und zu gerne NBA. Ich war jetzt letztens in der letzten Ferien in New York. Ich durfte ein Spiel schauen. Das hat mir recht gefallen. Ja, es hat nur, ich habe nicht viel Ahnung von Basketball. Ich habe nur gehört, dass die Lakers jetzt nicht so gut sind momentan. Das stimmt. Also jetzt kommen langsam Playoffs-Match, aber sie sind also noch nicht so gut dran. Also es wird schwierig, sich zu qualifizieren für die Spiele. Ja, deine Herkunft, du hast einen zweiten Namen, der jetzt nicht ganz alltäglich ist. Kannst du dir vielleicht mal sagen? Das ist Monginda. Und genau. Der ist wahrscheinlich aufgrund von deiner Mutter, die aus dem Kongo kommt. Genau. Der kommt, also hat sie mir gegeben, weil mein Grossvater hat auch Charles Monginda geheissen. Und diesen Namen durfte ich auch übernehmen, sozusagen. Und hast du einen Bezug zum Kongo? Wir sind ja schon mal da gewesen, bist du öfters dort? Also wir waren schon einmal in der Ferien dort gewesen. Also, aber es ist schon ein bisschen länger her. Also ich war 14, 13 gewesen. Anscheinend, also ich habe jetzt nicht grosse Bilder, aber ich habe schon noch ein, zwei Bilder, wo ich kann sagen, es hat mir schon recht gefallen. Aber es ist immer eine Ansichtssache natürlich. Also mir jetzt recht gefallen. Es ist ja vor allem ein sehr spannendes Land, auch ein sehr armes Land, also schwierige Verhältnisse, viel Krieg. Ich habe mal so ein ganzes dickes Buch gelesen über das Land und das ist wirklich sehr schwere Kost, muss man also sagen. Es ist ein Land, das es schwer gehabt hat und jetzt immer noch hat. Das ist ja so. Also es hat auch viel Krieg gegeben und hat immer noch ab und zu Ausstreitungen. Aber das Land kann man nicht sagen, dass es ein schlechtes Land oder ein das natürlich nicht, ja. Es bleibt immer noch ein Land, das da ist, das auf dieser Welt ist und das für mich sicher eine grosse Bedeutung hat. Hast du dann, sagt ja viele, die mit Eltern aus verschiedenen Ländern aufgewachsen sind, dass sie noch verschiedene Kulturen mitbekommen haben. Merkst du das bei dir einmal, dass du einen gewissen Teil vielleicht in der kongolesischen, afrikanischen Kultur irgendwie hast? Also die Vaterseite von mir ist Schweizer, 100% Schweizer. Voll, alles typische Klischee. Und die andere Seite ist genau das Gegenteil. Es ist voll die afrikanische Kultur. Eigentlich 18 Cousins und Cousinen. Ja, das habe ich so miterlebt und bin so aufgewachsen. Und gibt es auch Leute, die dir sagen, hey, das ist jetzt der Charakterzug an dir, der ist jetzt sehr afrikanisch? Ich glaube, es ist meine lockere Art. Das sagen noch viele. Du bist irgendwie hast du etwas von hier, aber. Mhm. Trotzdem stimmt es irgendwie nicht. Und dann kann ich es meistens erklären. So. Und du kommst aus einer sehr sportlich tätigen Familie. Ich glaube, alle deine Geschwister, die dich heute in der Sendung begleitet haben, sind auch sportlich aktiv. Ist schon von früh auf immer ein Thema bei euch, Sport, Sport, Sport? Sport ist in unserer Familie immer das höchste Thema, also das wichtigste Thema. Meine kleine Schwester ein riesen Tennistalent, aufpassen. Ja. Und mein Bruder hat früher auch Fußball gespielt, habe ich immer als grosses Vorbild gesehen. Heutzutage macht es eher hobbymäßig und es bleibt immer noch das grösste Thema bei uns. Ja, deine Karriere, du hast beim FC Solothurn hast du angefangen, bist dann früh zum FC Basel gegangen, glaube mit 15 oder so. Genau. Bist du auch so einer von denen, wo dann Fußballer erzählen, wenn sie von ihren Juniorenzeiten, von den frühen erzählen, sagen sie mir, ja, weißt du, in jedem Spiel habe ich 10 Goal geschossen und da 12 und 100 pro Saison. Bist du auch so einer gewesen? Ich glaube es weniger, aber ich habe viel Goal geschossen. Ich war damals noch Stürmer beim FC Solothurn. Sehr schöne Erinnerungen natürlich. Und ja, das war der Anfang meiner Karriere. Bist du dann, eben, du hast viel Goal geschossen beim FC Solothurn, es wird wahrscheinlich nicht nur der Scout vom FC Basel aufgefallen sein. Bist du dann umworben und hast können auswählen und gesagt, ja, wer will mich? Ich bin Basel, ich gehe dort hin. Also es hat geheissen, dass ich umworben war. Also meine Eltern haben mir nie einen grossen Druck gemacht oder so. Aber es hat geheissen, dass mehrere Vereine interessiert waren. Das erste Jahr vorher hat meine Mutter und mein Vater beschlossen, dass ich noch nicht zu einem anderen Verein wechsle. Dass ich jetzt hier noch bleiben und ruhig im Kopf bleiben. Aber dann im nächsten Jahr hat es halt geklappt. Sie haben sie freie Bahn gegeben.
Und ich durfte dann zu Basel wechseln. Und man weiss ja, bei Basel ist es sehr schwierig, in die erste Mannschaft reinzukommen. Das hast du wahrscheinlich auch gewusst. Hast du nicht mal gefunden, hey, ich hätte nicht sollen, noch etwas anderes haben, wo es vielleicht ein bisschen einfacher geht? Ich denke, jeder Mensch ist eigen. Also, ich denke, du solltest dich nicht von anderen Sachen beeinflussen. Wenn jemand sagt, das erreichst du nicht oder das wirst du nie schaffen. Also, ich war immer der Typ, ich wollte den Menschen beweisen, dass es auch anders geht. Und du hast es auch geschafft. Du bist beim FC Basel bis in die erste Mannschaft reingekommen. Weißt du noch dein Debüt? Genau, das ist 2016, ein Tag nach meinem Geburtstag, 16.05.2016. Das stimmt natürlich. Gegner weißt du auch noch? Luzern. Das Resultat würde ich nicht fragen. Nein, lieber nicht. Man muss fast trotzdem noch sagen. Ja, ihr habt 4-0 verloren, das war ziemlich ein harter Einstand. Genau. Bist du nachher völlig am Ende gesehen, hast du ich shoote nie mehr? Nein, ich habe jetzt das Resultat eher. Also klar ist es negativ gewesen, auch für den Verein. Aber ich habe es jetzt eher zweitrangig gemacht. Also zweitrangig in den Gedanken gehabt. Also es ist mir eher darum gegangen, also stolz zu sein, dass ich all meine Eltern, meine Familie, all meine Freunde kann stolz machen und zeigen, was ich erreicht habe. Mhm. Und du bist ja auch in dieser Saison Meister geworden mit dem FC Basel. Wie ist das eigentlich noch? Ist das noch wie früher am Grümpelturnier? Jeder durfte mal den Pokal heimnehmen, eine Woche? Dazumals weiß ich gar nicht. Ich habe ihn nie bekommen. Also ich war immer der Jüngere. Ja. Also, ja, aber es war sicher eine sehr schöne Zeit, wo ich jetzt einfach nicht grosse Anteilnahme hatte. Ich also, habe jetzt nicht die ganze Saison zum Beispiel durchgespielt oder so. Aber natürlich, das wird immer in meiner Erinnerung bleiben. Ich meine, dann stehst du dort auf dem Balkon und hast tausende von Leuten und du bist Schweizer Meister und du bist wie alt bist du? 18 oder so? 18, 19. Ist ja schon noch das ist berührend wahrscheinlich. Etwas vom Schönsten, was man erleben kann, was ich erlebt habe. Ja, das ist in der Folgesaison ist dann, nicht mehr ganz, bist du nicht mehr ganz so oft zum Zug gekommen. Hast du irgendwelche Erklärungen bekommen, warum nicht? Weil man hat ja offensichtlich auf dich gebaut im FC Basel. Also, du hast Spielzeit bekommen unter Urs Fischer. Genau, also ich bin sehr dankbar auch an Urs Fischer, dass er mich dort aufgezogen hat, dass er mir die ersten Schritte gezeigt hat. Aber natürlich beim FC Basel ist es schwierig, hier oben zu bleiben und auch als Junge sich durchzusetzen, wo eine Konkurrenz vom Thauland Chaka, vom Zuffi, Riesenspieler, die neben dir sind, wo ich viel lernen durfte, aber wo ich nachher gedacht habe, dass ich einen weiteren Weg gehen muss und auch meiner Karriere müsste ich nachher denken, dann habe ich mehr, also beide Sichten, Basel-Sicht und von meiner Sicht, gedacht, einen weiteren Weg zu gehen. Das ist ja etwas, was viele sagen. Also alle Spieler sagen, dass ja, ich habe mit dem zusammen gespielt, von dem habe ich ganz viel lernen. Wie sieht das jetzt mal konkret aus? Was kommt denn der Luca Zuffi zu dir und sagt, Charles, du machst das falsch, mach das so? Das Trainieren ist, glaube ich, das Oberste der Gefühle. Also du kommst als Junge, der U21, rauf, zu der ersten Mannschaft vom FC Basel und du siehst mal die Intensivität und die Aggressivität und das erlebst du alles mal und du kannst das irgendwie mitnehmen. Also wenn du nachher wieder zur U21 stehst, kannst du eigentlich alles mitnehmen, was du bei der ersten Mannschaft gelernt hast und das hat mir sehr viel gebracht. Du hast dann eben einen anderen Weg gewählt, also nicht mehr beim FC Basel, du bist dann zu GC gewechselt. Genau. Mit einem 4-Jahres-Vertrag ist das eigentlich so, man kann wünschen. Ich sage, ich komme nur für 4 Jahre, das ist gut, das ist ja schon noch recht lang. Das ist eine lange Zeit, aber ich bin auch ein junger Spieler. Sicher haben sie als GC-Sicht Perspektivspieler genannt, dass sie auf längere Distanz mit mir rechnen können. Ja. Und wo sie vielleicht heute noch, oder ich hoffe es heute noch, daran können ziehen oder daran denken. Du hast dort in relativ grosse Fußstapfen treten. Also der Kim Källström ist weggegangen und genau. GC hat gesagt, und jetzt haben wir den Charles Pickel. Genau. Das ist schon noch ein Druck, oder? Also grosser Druck, das spüre ich eigentlich nicht. Also es ist immer noch Fußball. Also ich habe es immer so wahrgenommen. Mhm. Fußball ist Fußball und das bleibt so. Aber natürlich war es ein grosser Spieler, den ich auch aufgeschaut habe, der auch eine riesige Karriere gemacht hat. Wo ich auch Sachen mitnehmen konnte. Aber ich habe diese Aufgabe wahrgenommen. Ich habe es versucht umzusetzen. Ich glaube, es ist
Also am Anfang sehr recht gut gegangen. Ja, du hast gerade gespielt, du bist Stammspieler geworden, ja. Neue Verpflichtung, gerade immer gespielt, bis der hure Meniskus. Das ist ja so. So wie es im Fußball passiert, ab und zu holen die Verletzungen ein. Und so war es der Fall in meinem Fall. Und du hast später, als das verheilt war, hast du nochmal einen Ausfall gehabt wegen Meniskusverletzung. Wie genau. Ist denn jetzt? Also ich bin nochmal zurückgekommen. Und bei GCL, hatte ich ein Testspiel gehabt und dann ist es irgendwie blöd, also ist wieder blöd gegangen und dann ist es nochmal auf den Meniskus getreten. Also jetzt habe ich, glaube ich, keinen Meniskus mehr. Also der Teil ist rausgerissen geworden, also jetzt ist Knochen auf Knochen. Das heisst, was kann nicht mehr kaputt gehen? Jetzt wird es schwierig, dass etwas noch kaputt geht. du hast ja jetzt mal, sagen wir so, eine Art zum Spielen, die noch körperlich anspruchsvoll ist, oder? Also du gehst schon noch rein? Also mein Fußball ist ja so. Also die Gegner haben es nicht so gern. Also du bist verhasst in der Liga? Würde ich nicht sagen. Also Fußball ist halt hart und das gehört dazu, dass halt mal einer ein bisschen heftiger einsteigt. Und der bist dann du in dem Fall? In den meisten Fällen bist du leider ich. Aber nicht so, dass sie nachtragend sind und du jetzt mit jedem, bei jedem Spiel musst denken, oh nein, jetzt spiele ich wieder gegen den und den habe ich doch letztes Mal so umgesäbelt. Ich glaube es nicht, weil noch viele Kollegen von mir sagen, also früher haben sie mich gehasst, also wo sie gegen mich gespielt haben. Und nachher haben sie mich persönlich kennengelernt und haben immer gedacht, der ist ja gar nicht so. Ein recht cooler Sieg. Ja. Ja. Jetzt hast du dich ausleihen lassen. Zuerst nach Schaffhausen, jetzt bist du bei Xamax ausgelehnt. Abstiegskampf. Also, man hat gewusst, Xamax ist Aufsteiger und wird im Abstiegskampf. Ist das für Junge ein guter Ort zum sein? Im Abstiegskampf? Also, jeder Verein ist gut. Also, für mich als Junge ist die erste Basis natürlich zu spielen. Und ich habe einen Verein gefunden in der Super League, wo man sehr viel geboten hat, also wo man sehr viel gegeben hat, sehr viel Vertrauen an die Fans und alles drum und dran. Und natürlich wird jetzt alles für den Verein geben. Das ist wie eine Familie geworden. Teil von dieser Familie werden wir jetzt gerade hier kennenlernen, wenn die zwei anderen Experten da sind. Wir gehen schnell in die Werbung, begrüßen nachher den Thomas Rinkli und den Fabian Rottmeier. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Soccer Lounge mit dem Charles Pickel. Wir haben noch drei Fragen für dich. Also nein, wir haben noch viel mehr in der heutigen Sendung, aber drei, die wir dir jetzt stellen, die nicht von mir sind, sondern vom Schriftsteller Max Frisch. Der hat mal so einen ganzen Fragebogen gemacht zu allen möglichen Themen. Aus denen habe ich dir drei rausgepickt und die werde ich dir jetzt stellen. Okay. Frage 1 von Max Frisch ist, wie alt möchten Sie werden? 100. 100, genau. Und dann genau fertig. Auf 100. Wenn es länger geht, wieso nicht? Aber 100 ist das Minimum. Also, dass du wenigstens noch den 100. Geburtstag mit 100 Kerzen... Das wäre mein Traum. Und noch genug Saft hast, um alle auszublasen. Genau. Wünsche mir dir auch. Zweite Frage von Max Frisch ist, hat Heimat für Sie eine Flagge? Also zwei Flaggen. Also auf einer Seite die Schweizer Flagge natürlich und auf der anderen Seite die kongolesische Flagge von meiner Mutterseite. Und zu sehen, die Schweizer Flagge, es ist nicht die Solothurn-Flagge oder die Langendorf-Flagge? Es ist die Schweizer Flagge. Ich bin schon in so vielen Kantonen gelebt und auch gewesen, dass ich sagen kann, es ist die Schweizer Flagge. Die letzte Frage von Max Frisch. Was fehlt Ihnen zum Glück? Der Max Frisch hat nicht so die ganz einfach zu beantwortende Frage gestellt, muss ich nur sagen. Was fehlt Ihnen zum Glück? Eigentlich nicht mehr. Ich bin grundlos glücklich mit meinem Leben und so, wie es im Moment verläuft. Ja, wenn man so lange muss überlegen auf die Frage, dann heisst es natürlich irgendwie, es fehlt eigentlich gar nicht. Ja. Zum Glück. Ja, der Charles ist restlos glücklich und jetzt gibt es eine grosse Umräumaktion. Wir begrüßen noch unsere bei den nächsten Gästen Sportalexperte Thomas Ränkli und der Journalist Fabian Rottmeier. Hoi, grüezi. Charles. Salut Thomas. Fabian, salut.
Nehmt Platz. Gummibärli hat es für alle da, Getränke hat es auch für alle. Schön, dass die philosophischen Abhandlungen vorbei sind mit dem Max Frisch. Jetzt können wir zu den trivialen Sachen zurückkehren. Ja. Als ob Fußball weniger wert wäre als so Fragen nach dem grossen Glück. Teilweise haben die auch noch etwas miteinander zu tun, eigentlich, oder? Muss man auch noch sagen? Ja, definitiv. Ja. Ja. Aber als ich vorher zugelassen habe und realisiert habe, dass du aus dem Kongo kommst, da habe ich natürlich auch eines der grössten Sportereignisse der Menschheitsgeschichte müssen denken. Rumble in the Jungle, 1974. Boxkampf. Foreman gegen Ali. Wow. Also jetzt haben wir schon Boxen gehabt, jetzt haben wir schon Basketball gehabt. Hast du auch noch einen Randsportart zum Innengehen? Nein, wir kehren zurück zum Fußball. Mit Xamax, das ist ja so. Du bist ein Xamax-Connoisseur. Was überwiegt momentan gerade? Freut, dass Xamax wieder zurück ist im Konzert von der Grossen? Oder so ein bisschen die Bange, dass jetzt dann schon vielleicht wieder vorbei sein könnte am Ende der Saison? Im Moment schon gefreut mal, also weil gestern war wieder mal so ein Match gewesen, oder einer von den seltenen bis jetzt leider, wo man gesehen hat, was die Mannschaft eigentlich kann. Und dann macht sie nämlich auch sehr viel Freude. Und im Hinterkopf haben wir aber schon immer noch die Entlassung vom Decastel, wo einem als Xamax-Fan schon beschäftigt hat, weil es völlig überraschend kam für mich und auch nicht so ganz nachvollziehbar, außer dass wir weiß, dass man manchmal einfach das Gefühl hat, man muss etwas machen und dann man einfach etwas ändern, damit etwas geändert ist. Und es ist jetzt aufgegangen am Sonntag. Ich hoffe natürlich, dass es weiterhin aufgeht. Auf das kommen wir sicher noch mal zurück, auf die Decastel-Entlassung. Grundsätzliche Einschätzung, Thomas. Die Rückkehr von Xamax, hast du dir die etwa so vorgestellt? Oder hast du gedacht, die haben keinen Stich und gehen wieder runter? Nein, aber ich denke, salopp, dass es halt ist, dass man in so einem Moment den Trainer wechselt. Es war wahrscheinlich genau der richtige Moment gewesen, weil man wusste, wenn man diesen Match verliert, dann ist man vor dem GC-Auswärtsspiel schon extrem unter Druck. Man muss etwas machen. Man hat es gemacht, man hat das gemacht, was man immer macht. Und ich denke, es ist alles aufgegangen. Und man hat sich jetzt eine Basis geschaffen, wo man jetzt GC unter Druck setzen kann. Und ich denke, dass der Ancho da einiges bewirken kann. Ja, eben, es war der Einstand vom Ancho am Wochenende mit dem Sieg gegen Luzern. Du warst dabei gewesen, kann man das sagen? Er ist jetzt gerade neu dabei, es ist einmal, haben wir ein Spiel gehabt unter ihm, eine kurze Vorbereitung. Kann man dann schon sagen, okay, da ändert sich etwas, da ist etwas anders? Also er ist natürlich schon länger dabei, er war der Assistenztrainer von Decastel. Gross geändert hat vielleicht seine Ideen. Vielleicht hat er neue Ideen dazu gebracht, aber ich denke, das, was er dazu gebracht hat, ist uns vielleicht zum Sieg verholfen. Aber ich würde sicher nicht sagen, dass der Decastel zu diesem Sieg nichts hinzugefügt hat. Du hast das vorher angesagt, die Entlassung des Decastel. Du hast so gesagt, ein bisschen überspitzt formuliert, hat dich fast schon schockiert. Ja, es war so ein bisschen, also ich muss vielleicht so sagen, der erste Gedanke war so ein bisschen wie so, Xamax ist jetzt ein normaler Fußballverein geworden. Das war so der erste Gedanke, der so vom Fan gekommen ist. Oder? Und weil bis jetzt ist das alles so ein bisschen, nicht gerade märchenhaft abgelaufen, aber schon alles fast reibungslos. Und ich meine, es hat jetzt im Kader, in der Stammelf, hat es drei Spieler, die in der zweiten Liga Interregion noch mitgespielt haben. Oder? Das muss man sich mal vorstellen. Das ist natürlich als Fan ist das genial, oder? Wenn jemand von der Tonne kann mitspielen und immer noch dabei ist. Das ist der Duda, der Walter und der Gomez, die drei Spieler. Und dann war das halt schon ein Schock gewesen, die Entlassung. Aber Hankerum muss ich ja sagen, dass ich denke, dass nächste Saison sowieso der Ancho Trainer ist. Also, das wäre so die logische Folge von der Entwicklung, wie man bis jetzt geschafft hat seit dem Neuanfang. Und es ist halt ein. In dem Moment ist mir dann gerade so ein bisschen schockiert. Es ist auch darum ein bisschen überraschend gekommen, weil natürlich lange angekündigt worden ist. Schon seit dem Aufstieg hat der Präsident Böngeli gesagt, der Michel Decastel kann machen, was er will. Er wird nie im Leben entlassen. Und ja. Nachdem, als er ihn dann entlassen hat, hat es geheißen, ja, nur die Dummen ändern nie ihre Meinung. Ja. Ist das für dich auch so ein Schlag gewesen, wie so, hey, mal, ja, nein, also ich muss da ein bisschen schmunzeln, oder? Also reibungslos und Wohlfühloasen. Man ist Letzte. Und man kämpft wirklich akut gegen einen Abstieg und dann muss etwas passieren, oder? Und natürlich, man kann nicht die ganze Mannschaft auswechseln und
gibt es letztlich nichts anderes, als da, so die Mannschaft wachzurütteln. Und ja, kurzfristig ist es gelungen. Ein Trainerwechsel hat meistens kurzfristige Wirkung. Das war ganz wichtig gewesen. Aber ich traue es am Arsch schon zu, dass er da wirklich eine neue Basis legt. Weil er ist ein intelligenter Mann. Er ist ein Leader gewesen als Spieler. Er hat eine grosse Vergangenheit. Er hat an der Anfield Road gespielt. Und ich denke, er kann da schon etwas vorleben, was der Dirk Gastel vielleicht nicht mehr können, nach all diesen Niederlagen. Fies, wir reden hier einfach über deine Vorgesetzten. ja. Ist das okay? Das ist okay. Vielleicht etwas, wo du ja, vielleicht hast du das noch mitbekommen, wo du als Kind warst, war Xamax für dich noch etwas gewesen, oder ist Xamax für dich einfach so, hat gar nicht so eine Rolle gespielt? Nein, Xamax hat man immer als grosser Verein in der Schweiz gesehen und gehört, dass irgendetwas läuft bei denen. Und ja. Es gibt ja, die haben auch darum natürlich so eine Bedeutung, weil es hat mal das grosse Xamax gegeben, das ist, wo ich natürlich sehr gerne hatte, Fabian wahrscheinlich auch, mit ganz grossen Spielen. Sie haben gegen Bayern München gespielt, sie haben gegen Real gewonnen, es waren ganz grosse Spiele gewesen. Und das ist, glaube ich, auch noch dass die Erinnerung an das Xamax. Das ist, was war dein Highlight gewesen in dieser grossen Xamax-Zeit? Also ich bin eigentlich in dem Sinn dummerweise gerade 1-2 Jahre spät auf die Welt gekommen, hat zwar schon ein Liebling gehabt, wo sie Meister geworden sind, aber ich weiß von dem natürlich nicht mehr. Ich habe noch angeschaut, übrigens, das letzte Mal, wo Xamax Vizemeister wurde, bist du auf die Welt gekommen. So lange ist das her, dass man das auch noch gesagt hat. Aber das Highlight für mich war eigentlich schon am Fernsehen, wo sie 5-1 gegen Celtic Glasgow gewonnen haben oder vor allem natürlich Real Madrid geschlagen haben, 1-0 zuhause, wo ein wunderschönes Goal war. Muss man mal auf YouTube das eingeben. Das ist ein Freistoß, wo man perfekt nicht schlagen können. Das ist der Schorsch-Bregi-Freistoss, das ist ein Furz dagegen. Und so die zwei Matches konnte ich am Fernsehen noch schauen. Du hattest ja noch keine Möglichkeit gegeben, sonst... Fernsehen hat es schon gegeben, oder? Ja, aber das Xamax-Spiel noch nicht gegeben, Fernsehen sonst. Das lohnt sich auf jeden Fall, ja. ein paar von diesen alten Xamax-Spielen noch anzuschauen. Ist es etwas, was man gespürt hat mit dem Verein, ist, dass wir alle immer kommen, ja, früher, weißt, früher war alles super gewesen. Es hat sicher eine Geschichte dahinter in diesem Verein. Das spüre ich auch, also, seit ich dort bin, dass irgendetwas dort ist, was einen sehr grossen Stellenwert hat in diesem Verein. Und ja. Das ist aber auch, Thomas, ein bisschen Gefahr, oder? Es ist ja immer so bei diesen Clubs, die mal gross waren. Und dann sind sie vielleicht nicht mehr so gross, dass dann so Erwartungshaltung und Realität so ein bisschen auseinanderdriftet. Ja, beim Charles hat es noch einen zweiten Club, der involviert ist, wo man auch sagt, früher war alles besser gewesen, oder? Aber ich denke, im Fußball ist es so, dass man die Vergangenheit romantisiert und verklärt. Und je länger dass man keinen Erfolg mehr gehabt hat, desto verklärter wird das. Ich denke, jetzt bei Xamax ist es aber vielleicht nicht so dominant, weil man hat Erfolg gehabt, man ist aufgestiegen. Und da sind die Ansprüche natürlich viel weniger hoch als bei GC. Und wenn wir dann auf den Match zu reden kommen, das ist vermutlich die grosse Chance von Xamax. Damit du auch noch einen Eindruck hast, Charles, wir können mal schon anschauen, wie das aussieht, wo Xamax gegen Bayern München gespielt hat. Und das sind mit dem Maladier, der ein bisschen vollpackt war, das muss man noch sagen. Wirklich ein schönes Spiel, das hat Xamax gewonnen. Vielleicht können wir noch Bilder haben. Begreiflich der Jubel des Präsidenten und Besitzers Gilbert Facchinetti, des Trainers Gress und der treuen und immer zahlreichen Anhänger. Im Europacup stellt Xamax einen Zuschauerrekord auf und erreicht zu Hause gegen Bayern München vor 21.000 Zuschauern ein 2:1. Lüttis Schuss wird von Matthäus ausgeglichen, doch Beat Sutter gelingt der Siegtreffer. Ja, 21.000 Zuschauer. sieht natürlich anders aus. Auch Stadion sieht natürlich anders aus. Das ist ja so. Das Familiäre, das ist bei Xamax immer sehr gross geschrieben worden, mit Facchinetti, wo da ein bisschen der Patron war. Ist das etwas, was man heute auch noch gespürt in dem Verein? Sicher. Ich bin in einen Verein integriert worden, wo Familie ein grosses Thema ist. Also man spürt es auch in der Kabine. Man ist enger beieinander. Das heisst nicht, dass man auswärts, also irgendetwas muss essen zusammen oder so, aber im Verein innen ist schon recht innig. Du hast das vorangeschossen, dass das fast ein bisschen Illusion war, dass Xamax noch so der letzte Profiverein eigentlich ist. Wo soll das, so ein bisschen das Familiäre über das vielleicht Sportliche oder Finanzielle stellen? Nein, ich würde nicht sagen Illusion, weil seit dem Wiederaufbau ist ja wirklich die Familie Bänkeli, also mit dem Sohn und dem Vater, die zuvorderst angestanden sind, die haben das vorbildlich gemacht. Also ich würde sagen, sie haben es perfekt gemacht. Ich als Fan habe
habe extrem Freude bekommen wieder an Xamax, weil die letzten Jahre auch vor dem Chagayev sind nicht wirklich lustig waren. Das war völlig konzeptlos. Und von dort weg, die haben das eigentlich wirklich so aufgebaut, wie man sich das als Fan wünscht. Und sie sind ja auch Fan, oder? Sie sind schon jahrzehntelang immer am Match gegangen und das merkt man. Und das hat extrem viel Freude gemacht. Also ich habe für mich immer gesagt, ich habe mein Xamax wieder zurückbekommen. Und das ist eigentlich das grösste Kompliment, das man als Fan der Leitung kann machen kann. Und das machen sie immer noch. Also, wenn man, man kann die Pressekonferenz schauen vom Bänkeli, wo er über die Entlassung redet. Und man sieht nicht jemanden, der sich irgendwie aufspielt und das Gefühl hat, ich muss jetzt da einen schassen, sondern man hat einen Mann gesehen, der einen Freund vor die Tür schicken musste. Ja. Man hat es ihm angesehen, er ist bedrückt, das beschäftigt ihn auch einen Tag später noch. Das ist dann auch wiederum berührend auf eine andere Art. Oder? Das, was dazu geführt hat, dass man den Freund überhaupt vor die Tür setzen muss, ist eine Eigenheit, die das Xamax momentan hat. Ich komme einfach ein bisschen viel Gegengol über. Das ist schon so. Wenn man die Tabelle anschaut, nach den vielen Gegengol, wir können das vielleicht schon anschauen, 45 Gegengol, das ist schon sehr viel. Woran liegt es? Das ist sehr viel, da hat er völlig recht. Es ist eine Mannschaft, wo sich vielleicht noch muss zusammenfinden muss, wo wir vielleicht jetzt schon ein Stück weiter sind. Also ich denke, jetzt werden wir ab diesem Zeitpunkt weniger gegen Go à la Maladier und auswärts gesehen. Ist das etwas, was vielleicht auch dem geschuldet ist? Man setzt eigentlich auf die gleichen Leute, die vorher schon ein paar Etagen tiefer eigentlich gespielt haben. Und dann ist halt super. Ich hoffe, die Worte haben eine größere Nachhaltigkeit als das, was der Herr Bengeli gesagt hat über seinen Trainer. Aber ich denke schon, dass das natürlich mit dem Wiederaufstieg zu tun hat. Man kommt mit Schwung, man ist sich gewohnt zu gewinnen, man ist sich gewohnt offensiv zu spielen. Und darum ist das vermutlich gar nicht so einfach gewesen, dann den gedanklichen Schwenker zu machen. Aber ich denke, es gibt etwas, wo für Xamax spricht in dieser ganzen Geschichte. Sie kommen zwar viel Goal über, aber sie haben einen Spieler, den man bei GC würde vergöttern und der all das macht, was GC nicht macht. Nämlich du Charles Bickel, gell? Charles Bickel und der Raphael Nuzzolo, oder? Mit gefühlten 45 ist der Mann besser denn je. Und das ist genau der den Unterschied ausmachen könnte, auch am nächsten Wochenende. Auf das können wir eben jetzt auch noch gerade. Gefühlte 45. Es ist ja schon das Xamax. Du bist zwar noch jung, sonst deine Mitspieler sind schon eher, wenn man das für einen Fußballer überhaupt sagen kann, fortgeschrittenen Alters. Also wir können auch nochmal die Tabelle anschauen. Jetzt sind wir auch relativ weit vorne. Das ist der Altersdurchschnitt von den Spielern, die gespielt haben. 29,04. Das ist, also ich sage jetzt, dass wir das alt wäre. Ich bin noch viel älter, aber es ist schon. Jetzt musst du einmal den Leuten in der Kabine ein bisschen Platz machen, damit sie absitzen und ein bisschen aufhelfen, wenn sie aufs Spielfeld müssen. Du kommst in eine Kabine rein und musst dir Respekt erschaffen. Und als junger Spieler ist das sicher sehr schwierig. Ich habe ältere Spieler neben mir, die haben schon fast die ganze Karriere hinter sich und ich bin erst am Anfang. Aber du kannst auch etwas von sich nehmen. Und ich etwas von ihm. Also, er kann von mir lernen und ich kann von ihm lernen. Also, es ist eine Gegenseitigkeit. Aber es ist nicht so, dass die denen nach dem Training alles so wehtun, dass sie nicht mehr irgendwie aus dem Stadion laufen können. Also, es gibt eine Fußballregel, die ist bis jetzt immer geblieben. Also, ich muss den Ball immer runtertragen und wieder in die Kabine. Das bleibt das, immer noch. Das bleibt immer noch. Ja, hast du ein bisschen Angst, wenn du ein bisschen in die Zukunft schaust? Es ist ja auch so, dass Xamax Nadir in der Zeit, wo sie abgestiegen sind, recht viel vom Nachwuchs verloren haben. Jetzt hat man eine Mannschaft, die aus Methusalem ist eigentlich. Und man will ja doch auch langfristig, es geht ja im Fußball auch ein bisschen langfristig planen. Für Xamax in der Zukunft ist nicht. Ich glaube, das haben wir schon erkannt. Wir probieren jetzt eine U21-Mannschaft zu installieren für nächste Saison. Dann das ist zum Beispiel auch schon etwas faszinierend. Und ursprünglich ist ja, Xamax hat ja das nicht, weil sie ja mit dieser Mannschaft haben müssen, jetzt wieder anfangen. Also, das hat schon seinen Grund. Und ich glaube, der Fokus war jetzt einfach auf dem Wiederaufstieg. Und dann hat das wie zu wenig Platz gehabt. Es hat immer wieder talentierte Spieler gehabt, die gekommen sind, aber die sind dann entweder zu GC wie der Cäsiger oder man hat sie ausgelernt. Oder sie waren zum Teil auch noch verletzt. Das war auch noch ein bisschen Pech. Aber ja, sicher, da ist schon Bedarf. Ja.
Aber ist das eine gute Idee, Thomas, dass man eigentlich mit einer, so einer gestandenen Mannschaft von der Challenge League in die Super League kommt und dann findet, okay, jetzt ist es völlig egal, wie unser Team aussieht, das ist zwar alt, aber so können wir uns heben. Oder ist das ein bisschen zu kurzfristig gedacht? Ja, das ist natürlich wahrscheinlich aus der Not geboren auch ein bisschen, weil man hat dann gleich nicht die Mittel. Mhm. Im Moment, wo man aufgestiegen ist, wo der Aufstieg feststanden ist, dürfte der Transfermarkt für die Spieler, die sich damals leisten, schon ziemlich ausgetrocknet sein. Ja. Also, und da finde ich schon den richtigen Gedanken, dass man die Mannschaft beieinander hält, oder? Da kommt der Nostalgiker auch wieder, der dann findet, ja, ist doch toll, dass die aufgestiegen sind, können bleiben. Und im ersten Match gegen Luzern haben, glaube ich, fast alle, die dort den Sieg eingeholt haben, haben in der Challenge gespielt vorher. Also ich habe das natürlich super gefunden. Das ist sehr romantisch. Ich habe nicht so lange angehabt, ja. Über einen, der den Altersschnitt tatsächlich auftreibt, über den haben wir es schon mal angetönt, Raphael Nuzzolo. Was ist seine Rolle bei Xamax? Er hat eine grosse Rolle. Also ist jemand, das sehen wir auf dem Platz auf jeden Fall. Es ist jemand, wo man darauf aufschaut. Eine Riesenkarriere gemacht. Also bei einem Riesenverein wie IB. Richtig schöne Spiele machen. Auch gespielt. Sehr viel Goal geschossen. Auch bei uns. Also es ist jemand sehr wichtig in unserem Club, in unserem Verein, in unserer Mannschaft. Das ist schon, er ist halt sehr dominant. Also er hat was jetzt 11 Goal, 9 Assists oder so, irgendwie etwas. Das ist schon noch extrem eigentlich, für dass er ein alter Mann ist, wenn man es unter uns sagt. Alter Mann würde ich nicht sagen. Man sagt ja über ihn, ein guter alter Wein ist ab und zu besser. Also er ist, und du willst ja Hunderte werden. Genau, ja. Du bist immer noch wie Xamax. Das ist ja so. Also er hat eine extrem wichtige Rolle in unserer Mannschaft und hilft auch den Jungen sehr viel. Also ab und zu sagt er mir, wie ich besser stehen kann, wie ich in Situationen besser reagieren kann. Also es hilft mir sehr, dass ich ihn in der Mannschaft habe. Was hat er für Community rund um Xamax für eine Bedeutung, den Nutz? Ja, also es ist halt einer von denen, der zurückgekommen ist. Das ist sicher das, was man im Höhe anrechnet. Und er ist in die Challenge gekommen und hat sicher viel Geld verzichtet. Aber er hat immer gesagt, das ist eine Herzensangelegenheit für ihn und hat es gemacht. Das sind ja nicht, das ist ja dann immer noch, muss es dann immer noch zuerst machen, oder? Und auch noch. Und ich hätte nie gedacht, dass er so viel Goals ist in der Super League. Auch mich hat er jetzt verblüfft. Also, und er braucht nicht so viele Chancen. Also, es ist verrückt. Was das für ein Zeichen für eine Liga ist, wenn ein 36-jähriger Oldie so viel Scorepunkte hat, das müssen wir dann sonst mal noch ausdiskutieren. Jetzt gehen wir ganz sehr schnell in die Werbung und sind nachher zurück. Eigentlich auch beim Gegner von Xamax, beim grossen Rival bei GC. The Soccer Lounge, presented by Raiffeisen. Wir sind zurück in der Soccer Lounge. Xamax und GC, die beiden Mannschaften, die sich das Rennen um den Abstieg liefert, wo niemand gewinnen will. Ja, Thomas, du hast über GC nicht viele löbliche Worte in deiner Kolumne verfasst nach der Auftaktniederlage der Rückrunde gegen Basel. Wie ist jetzt das Derby rückblickend? Ist das schlimmer gewesen, als du erwartet hättest, oder besser, als du erwartet hast? Ja, es war definitiv besser gewesen. Ich glaube, GEC mit ein bisschen Glück nimmt man einen Punkt mit. Man kann vielleicht sogar das Spiel in der ersten Halbzeit wenden, aber letztlich ja, ist es halt dann so wie meistens. Wenn man Pech hat, dann kommt dann noch fehlendes Glück dazu. Ja. Und wenn man drinnen festklebt, dann kommt man nichts geschenkt über. Ja, was ja auch lustig ist, Spiel Xamax gegen GC vom nächsten Wochenende ist, dass du ja gegen dich selber spielst eigentlich, beziehungsweise wirst. Du gehörst noch GC, du bist ausgelernter Xamax und du hast jetzt Glück, dass du um das Spiel rüberkommst, gell? Also ich bin gesperrt für das Spiel. Also Glück würde ich nicht sagen, ich habe sehr gerne gespielt. Also jedes Spiel in meiner Karriere ist mir wichtig. Aber jetzt ist es so gekommen und so muss ich es nehmen. Und du schaust einmal nicht noch schon mit einem Auge so richtig deine Zukunft und sagst, ja, es wäre jetzt ja, ich habe zwei Vereine eigentlich und beide sind im Abstiegskampf. Also natürlich schaue ich auch viele Matches von GC. Ich verfolge sie immer noch. Ich habe noch viele Kollegen von dort,
wo man sich ab und zu mal schreibt und sich hört und sieht. Aber ich schaue nicht in die Zukunft, ich schaue Woche für Woche und das ist es. Das darfst du nie irgendeinem Karriereplaner sagen, gell? Dass du nie in die Zukunft schaust. Ja, nie. Ist das der grosse Konkurrenz eigentlich wirklich jetzt von Xamax im Abstiegskampf? Schaut man nur auf GC? Ja, schwierig zu sagen. Also ich meine, Lugano ist jetzt auch nicht so weit vorne weg, 4 Punkte. Also. Ja, aber ich glaube, man schaut mehr auf sein eigenes Team. Also, ich persönlich finde es jetzt super, dass jetzt quasi mit dem Serie D so ein Defibrillator ins Team gerückt ist, wo man gestern gesehen hat, wie er alle wachrüttelt hat, sogar einen mal zusammengestaucht, weil er am Boden gelegen ist im Moment und gesagt, geh hinterher, jetzt gibt es Eckball, du musst jetzt hinterher. Und er hat aber nachher mit ihm abgeklatscht. Also, das habe ich super gefunden. Und du siehst genau, oder? Da ist ein bisschen mehr für ihn als vorher, aber auf eine positive Art. Ja, bei GC hat es eine grosse Änderung gegeben, einmal mehr. Man ist sich an Änderungen ein bisschen gewöhnt bei GC. Der Heinz Spross ist gegangen worden, wie man immer das formulieren will. Was bedeutet das? Ich denke, er ist geflüchtet, oder? Von dem Management, von dem Missmanagement. Ich habe die Zahl gelesen heute. GC hat seit Thorsten Fink das Traineramt übernommen, hat 57 Personalwechsel gehabt, also Abgänge oder Zuzüge. Und ich glaube, Thorsten Fink ist noch nicht 10 Jahre Trainer, sondern eher 10 Monate. Und das sagt natürlich alles. Also, das Management richtet einen verheerenden Schaden an. Und sowohl auf Geschäftsebene wie auch bei der sportlichen Führung muss man da schon grosse Zweifel anbringen. Das sind ja eben 200 Transfers sind's, glaub ich, insgesamt gewesen, in der Ära Anliker. Also gibt es da ein Konzept oder ist es einfach nur Wahnsinn? Ja, ich sehe kein Konzept. Es gibt keine Planung. Es ist wirklich irgendwie von der Hand in den Mund. Und wenn man da bei Xamax sagt, man hat mit dem Nuzzolo eine gute Flasche Bordeaux, dann sehe ich, wie geht sie eigentlich vor allem abgestandenen Blauburgunder rum, oder? Aus dem Tetrapack. Und Blau ist von dem her muss ich sagen, GC ist akut abstiegsgefährdet. Es ist ja teilweise, das kann man glaube schon sagen, ein bisschen hausgemacht. Also wenn man zum Beispiel eine Statistik anschaut, wo Xamax auch ganz, ganz weit vorne ist, dann ist das die, wie lang bleiben die Spieler durchschnittlich bei einem Verein. Bei Thun bleiben es 2,74 Jahre, bei Xamax immerhin 2,7 Jahre und bei GC und notabene, das ist ein Durchschnitt. Im Durchschnitt bleiben die Spieler 0,96 Jahre. Das ist nicht einmal eine Saison. Du hast, du bist mal ausgelehnt, sitzt auf Hause, bist nachher wieder zurückgekommen zu GC. Hast du noch irgendjemanden gekannt? Ich habe noch Spieler gekannt. Also, wir dürfen nicht alles schlecht reden. Ich denke, GC hat auch gute Sachen gemacht, also Transferpolitik. Zum Beispiel eine Dumbia zu holen und dann so teuer zu verkaufen. Natürlich war vielleicht nicht alles gut in euren oder ihren Augen, aber das gibt es. Das ist aber schon eine Statistik des Gefühls. Ja, es ist vor nicht allzu langer Zeit ist, der Juricin da gesessen, Mann von Rapid Wien. Und der hat dann uns erzählt, er müsse den anderen Spielern erklären, was Zürcher Derby für eine Bedeutung hat. Oder? Und er ist wie gesagt, er ist aus Wien und nicht aus Zürich. Und das sagt ein bisschen alles. Bei GC fehlen die Identifikationsfiguren. Der Charles hätte das Potenzial dazu. Man lernt ihn aus. Man müsste halt mal wirklich auch auf die sympathischen Jungen setzen, die eine Identifikation mitbringen, wie es jetzt bei Xamax gemacht wird. Weil schlechter kann es eigentlich nicht rauskommen, als es jetzt läuft. Dann kann man eigentlich sagen, vielleicht ist einfach Absteigen mal eine gute Lösung. Xamax hat es gut da. Auch wenn es nicht ganz freiwillig war. Oder hast du nicht gefunden? Mal, schlussendlich schon. Also wie auch beim FCZ habe ich dann dort auch ein bisschen gedacht, ja, das ist vielleicht für die gar nicht so schlecht. Manchmal muss man vielleicht neu starten. Bei Xamax war es ein bisschen blöd, dass sie halt viel mehr haben aufsteigen als alle anderen vorher. Es ist noch eine Liga dazugekommen. sie haben die eine weiter unten müssen anfangen als andere. Also, ich habe dann schon damit gerechnet, dass es vielleicht 10 Jahre geht und nicht 6. Also. Ja. Aber ich habe das Gefühl, es gibt einen grossen Unterschied zu den beiden Beispielen, die du genannt hast. Bei GC wäre jetzt ein Abstieg vermutlich existenzgefährdend. Weil da ist einfach die Basis nicht um. Man weiß nicht genau, wer es sagen hat. Man weiß nicht, wer da wirklich will, Verantwortung übernehmen. Beim FC Zürich hat man Canepa gehabt,
der gesagt hat, ich löffle die Suppe ein, die ich mir ausgepackt habe. Die sind mit dem gleichen Kader in die Challenge League gegangen. Bei Xamax hat man auch eine ja, gesunde Basis. Bei GC ist weit und breit davon nichts gesehen. Und das könnte sehr problematisch werden. Was momentan bei GC gut ist, oder schon länger, auch dort, wo du zu GC gekommen bist, sie setzen ja sehr viel auf Junge. Es sind immer sehr viele Junge in der Mannschaft, eigentlich in der A-Mannschaft, die auch spielen. Es kann aber auch zu viel haben. Das ist ja schon so die gesunde Mischung. Wenn man jetzt viele Junge hat, ist das wahrscheinlich nicht sehr einfach auch für die Jungen selber, weil die Erwartungen sind gross, Druck ist da, schon das auch gespürt? Ich denke, es ist nicht schlecht, ein, zwei Routinen neben sich zu haben, wo man etwas lernen kann, wo ihm vielleicht eben auch helfen kann, vielleicht mehr musst rennen als er oder vielleicht schneller agierst. Aber ich würde nicht alles den Jungen vorwerfen. Das die Jungen macht, glaube ich, auch niemand. Ja. Die machen also einen super Job. Mhm. Die machen das, was sie können. Und sie versuchen sich halt zu etablieren in dieser schwierigen Liga. Die Superliga ist halt einfach nicht so einfach. Aber ich glaube, ja wir die Mischung, wieso nicht? Es gibt ein paar Junge, die können sich halten. Es gibt solche, die schnell wieder weg sind. Einer von denen, der sich immer noch halten kann, ist Nedim Bayrami. Du hast auch mit ihm gespielt. Technisch hat er noch etwas drauf, oder? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Er ist technisch sehr begabt. Nicht nur technisch. Taktisch ab und zu auch gut in den Abschluss, einen recht guten. Wir haben ihn begleitet, beziehungsweise der Cubanito hat ihn begleitet zum Zürcher Weihnachtsmarkt mit einem Böllen, wo seine Aufgabe war, möglichst viele Tunnel zu schieben, ahnungslosen Passanten, wie der nicht ihm abgeschnitten hat. Schau mal schnell an. Oh! Junge! Was seid ihr? Wie schätzt deine Chancen ein? 5, 6 so etwa. Okay, dann würde ich sagen, Nedim, deine Zeit gilt ab jetzt. Let's go. Bruder, schneller, du weißt Fortnite tanzt. Du weißt Fortnite, Bruder. Fortnite. Oh, der Erste, alles klar. Der Primero, der Erste. Das Beine auf, die Damen und Herren. Beine auf. Komm, Bruder, komm, push dich, Junge, push dich, komm, push dich. Oh, der Zweite, sehr gut. Andere Seite, Kamerateam schnell. Oh, uiuiui, da geht der Junge, wo gehst du hin? Weiter. Zwei, aktuell. Zwei. Fünf gibt es zu schlagen, das ist der Dritte. Sehr schön, Bruder. Komm, push dich. Letzte 10 Sekunden. Oh, ja. 4 und 5. Der Kameramann wurde aufgetunnelt. Und das Spiel ist aus. Game over. Aber sagen wir, es ist ein Ausgleich. Ja, so spielen der Nedim und der Cubanito. Und damit die Herren da auch noch etwas zum Spielen haben, sind wir gerade wieder zurück nach einem Powerbreak und spielen Truth or Lie. Truth or Lie spielen wir da mit dem Charles, mit dem Thomas und mit dem Fabian. Für die nicht wissen, wie es funktioniert, ich lese euch einfach Behauptungen vor. Die sind entweder wahr oder falsch. Wenn ihr findet, sie sind richtig, dann zeigt ihr den Daumen gegen oben. Und wenn ihr denkt, es ist eine Erfindung von mir, dann Daumen gegen oben. Für mich. Behauptung, die erste. Xamax hat den höchsten Punkteschnitt von allen Schweizer Mannschaften im Europacup. Ihr habt kurz Zeit noch zum Überlegen und dann sage ich dann einfach so fies. Bitte eure Daumen auf 1, 2, 3. Zwei sagen ja. Als Xamax-Fan hast du. Du hast es korrekt. Das ist nicht ganz, aber sie haben sehr, sehr einen guten Punkteschnitt natürlich. Der beste hat einen Verein, den du wahrscheinlich nicht einmal mehr kennst.
Der FC Wettingen. Der Thomas kennt noch wahrscheinlich die grossen Auftritte vom FC Wettingen. Gegen den Diego Maradona und Napoli, was genau. In dieser Woche wieder aktuell wird. Ja. Und die haben, glaube ich, auch nur 4 Europacup-Matches. Richtig, gehabt, aber sie haben zwei davon gewonnen und eins unentschieden gemacht. Gegen den Maradona. Ja, nächste Behauptung. Bevor Schiedsrichterpfeife eingeführt worden ist, haben die Unparteiischen ein Foul angezeigt, indem sie ein weißes Nastuch geschwunken haben. Ihr habt wieder kurz Zeit, um euch sammeln, euch Daumen auf 1, 2, 3. Das ist richtig. Das war der Sound, wenn es richtig ist. Das war richtig. Das hat so gestimmt, bis die Pfeife gekommen ist. Die ist aber ziemlich gleich gekommen. Also wir haben das, nicht einmal wir haben das noch erlebt. Meinst du, es war vorne? Nein, es war wirklich ein Nastuch. Nächste Behauptung. Der Steven Lang, aktueller Spieler von Servette, hat schon bei vielen Super League-Vereinen gespielt. Das Besondere daran ist, alle Vereine, bei denen der Steven Lang gespielt hat, sind nachher abgestiegen. Ist das richtig oder falsch? Eure Daumen auf 1, 2, 3. Das ist der Sound, der nicht richtig ist. Aber man muss sagen, der Steven Lang ist abgestiegen mit Xamax, also mit den Vereinen, die ihm verpflichtet haben, die nachher abgestiegen sind. Xamax, Aarau, Lausanne, Servette und Vaduz. Er hat auch schon bei vielen Clubs gespielt. Nächste Behauptung. Am letzten Mittwoch sind 1377 Zuschauer Lugano gegen Thun schauen. Das ist die kleinste Kulisse, die es jemals gegeben hat in der Super League. Ist das richtig oder falsch? Eure Daumen auf 1, 2, 3. Alle haben es gewusst. Ihr habt natürlich alle gewusst, dass das schlechtest besuchte Spiel war. Vaduz gegen Sion. Ja. Vaduz gegen Sion. 850 Zuschauer hat es da gehabt. Ja, sehr nett. Nicht wie Xamax damals gegen Bayern München. Das hat ja doch ein anders ausgesehen. Letzte Behauptung. Partie zwischen Zenit St. Petersburg und ZSK Moskau nennt man im Volksmund El Klassikov. Ist das richtig oder falsch? Eure Daumen 1, 2, 3. Nein! Es ist richtig! Sehr schön. Mit wie vielen Punkten haben der Charles und der Fabian mit je 3? Ihr gewinnt natürlich auch etwas. So sind wir ja nicht, dass wir da ja ohne Gewinn heimgehen. Du hast zwar schon mal etwas gewonnen. Du hast mal den Solothurner Sportförderungspreis gewonnen. Genau. Und 2 Meistertitel, auch nicht verachten. Und jetzt ein 12 Smalltalk-Büchli, wo das und viel mehr Blödsinn, wo man nicht muss wissen über den Fußball drin steht. Ich danke euch ganz herzlich, sind ihr da gewesen. Charles, du kannst entspannt schauen, das Spiel, oder? Du musst nicht selber spielen. Völlig entspannt. Die Clips sind deine, du kannst nur gewinnen. Ja. Du willst einen Tipp abgeben? Ich gebe keinen Tipp ab. Thomas, danke, bist du da gewesen. Bist du zuversichtlich für GC? Was ist dein Tipp? Es gibt ein Unentschieden. Dann ist immer noch alles offen. Du willst kein Unentschieden, gell? So wie als ich würde auch ein Unentschieden Tipp. Das wirst du nehmen? Das wäre für Xamax schon gut, gegen GC auswärts. Da habe ich schon 7-2 gesehen und alles Mögliche. Ja, wir sind gespannt, wie es ausgeht. Ihr natürlich auch. Am Wochenende ist das grosse Spiel GC gegen Xamax. Mehr von uns da, nicht nur von uns, sondern allem, was da die Soccer Lounge betrifft, gibt es im Internet auf welovefootball.ch oder auf sportalhd.com. Dort gibt es noch ganz viel mehr Video-Features und Text-Features zu der Super League. Und wenn ihr mehr wollt sehen von der Soccer Lounge, dann schaltet ihr wieder ein, nächsten Montag am 7. Uhr Abend auf sportalhd. Bis dann. Ciao zusammen. The Soccer Lounge. Präsentiert von Raiffeisen. We love football.